Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unsere Freitag-Nacht-Ausgabe wie immer frei und offen für eure Themen, für all eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich würde gerne unter anderem auch noch mit euch sprechen über den Start gestern der neuen Schmidt-Pocher-Show. Habt ihr es gesehen? Wie fandet ihr es? Was ist eure Meinung? Es war ja groß erwartet worden. Die beiden hatten eine Bomben-Einschaltquote, das haben sehr viele gesehen. Wie hat es euch gefallen? Ich würde gerne mit euch darüber sprechen. 0800 220 5050, das ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, gleich geht es los mit Dirk und Dirk ist 31 Jahre alt. Hallo Dirk. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Weswegen rufst du an? Ja, ich bin heute auf allen Worten gefallen. Meine Mutter liegt auf Intensiv. Mhm. Die sind in Urlaub gewesen auf Sylt und ich kam am Abend zurück, habe gesehen, dass mein Vater angerufen hat und die hat wohl eine Ader verstopft im Kopf und liegt auf der Intensiv und die Ärzte meinten, heute Nachmittag bestand sogar Lebensgefahr und jetzt ist sie auf dem Wege der Besserung, aber ich bin vollkommen fertig. Verstehe. Liegt sie in Sylt, auf Sylt? Nein, im Krankenhaus? Sylt dann irgendwie jetzt, mein Vater war so durcheinander nach Flensburg gekommen. Mhm. Und ist, wie gesagt, dieses Jahr erst 60 geworden und lebt sehr gesund. War mit ihr dies Jahr noch mit AIDA Mittelamerika im Frühjahr. Mhm. Und ich wüsste nicht, also ich bin aus allen Worten gefallen. Ich habe mit ihr morgen um 10 Uhr noch telefoniert. Mhm. Und wie gesagt, dann machen die immer so Ausflüge. Ich wollte heute Abend noch anrufen. Ja. Und jetzt bin ich aus allen Worten gefallen. Und ja, ich bin ein großer Fan einer Sendung und ich sitze hier und ich weiß gar nicht, ich glaube es gar nicht, was heute passiert ist. Also. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, da ist ja was Hoffnungsvolles gleich drin. Denn du sagst, man hätte dir gesagt, dass es wahrscheinlich nichts Schlimmes ist und dass es ihr besser geht. Nee, also die Ärzte waren sehr unfreundlich und die gaben keine Prognose ab. Die rechnen davon mit, dass noch Rückschläge kommen und die meinten, es steht auch nicht fest, ob sie es überleben wird, so wie ich es verstanden habe. Ach so, da habe ich es gerade nicht so richtig aufgeschnappt. Die Ärzte waren sehr unfreundlich und ja, was heißt Verstopfung? War das ein da war wohl eine Ader verstopft, die ist jetzt wieder frei. War das ein leichter Gehirnschlag? Ja, oder? Genau, Gehirnschlag, Ader, irgendeine Ader im Kopf. Ja. Hat jetzt wieder volle Orientierung. Ja. Nur wie ich das verstanden habe, leidet sie ein bisschen und wenn es jetzt so weitergeht wie bisher und hoffen sie, dass es dann gut überstanden wird, aber die wissen halt nicht, ob noch Rückschläge kommen. Dein Vater ist auch in Flensburg im Moment. Mein Vater ist auf Sylt und fährt morgen früh wieder nach Flensburg. Ja, mit deinem Vater hast du natürlich auch schon gesprochen. Der ist vollkommen durch den Wind und der hat mir das gar nicht klar erklärt. Da, deshalb habe ich auch noch um 11 im Krankenhaus angerufen und noch zweimal. Ach so. Ja, ach so, weil er hatte ja die Chance, direkt mit den Ärzten zu sprechen, aber er war auch dann auch sehr aufgeregt. Und, richtig, ja. Und die Ärzte haben dir am Telefon nicht gute Auskunft gegeben. Nein, nee. Unfreundlich. Ja. Mhm. Wie weit entfernt wohnst du von Flensburg? Ich wohne selber in Köln, bin jetzt zurzeit im Kreis Heinsberg, ein kleiner Kreis, in der Nähe von Köln, 80 Kilometer. Hast du denn die Möglichkeit, morgen, ist am Wochenende dahin zu fahren? Ja, ich würde morgen mit dem Auto, denke ich, mal dahin fahren. Ja, musst du machen. Es spricht sich am besten natürlich immer vor Ort mit den Ärzten und die sollen genau erklären, was los ist, wie schlimm es war, welche eventuellen Schäden sie davon trägt oder vielleicht auch keinen. Oder das Beste ist, wenn man wirklich vor Ort dann genau fragt. Ja. Vielleicht war es ja gut und es hat eine gute Chance, dass sie sehr schnell ins Krankenhaus gekommen ist. Ja, ich hoffe halt nur, dass es, wie gesagt, jetzt, überstanden wird, weil wir haben sehr viel mitgemacht in der Familie dieses Jahr. Mein Vater war schon mehrmals krank, mein Onkel ist dieses Jahr gestorben, ich war selber zweimal im Krankenhaus, also ist ein Albtraum. Dann habt ihr ja wirklich einiges schon hinter euch. Ist sie eigentlich dann von Sylt nach Flensburg gekommen? Das weiß ich nicht. Mein Vater war total durch den Wind, der hat nur erzählt, er denkt auch, es ist ja nichts Schlimmes, die kommen sonst auch wieder mit zurück. Mhm. Mein Vater hatte selber letztes Jahr einen Nierenkrebs und positiv überstanden und dieses Jahr im Frühjahr einen Schlaganfall. Der ist jetzt 66 und... Oh, war ja, der Arme. Dann ist er natürlich auch sehr gebeutelt und in der Situation, hast du die, aber du hast auf jeden Fall die Chance und die Möglichkeit, du wirst morgen hinfahren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du musst hinfahren, da gibt es gar nichts zu fragen. Das musst du morgen machen. Wir stochen jetzt ein bisschen im Nebel. Vielleicht ist es wirklich ja noch gar nicht so schlimm. Vielleicht kann sie sich wieder komplett erholen und es ist gut, dass sie schnell in ärztliche Betreuung gekommen ist. Ich bin gespannt. Also. Verstehe aber auch deine Sorge, ging mir genauso, wenn es um meine Mutter ging, dass man natürlich da irrsinnig Angst hat und wenn man dann auch nur unfreundlich behandelt wird am Telefon, ist es umso schlimmer. Dann gibt es nur die Möglichkeit, hinfahren, reden und sich genau informieren, auch gucken, ob das Krankenhaus gut ist. Ja. Wenn du einen schlechten Eindruck hast, dann setze alles in Bewegung, dass sie in eine andere Klinik kommt, nach Hamburg oder weiß ich wohin, was in der Nähe ist, dass alles Menschenmögliche getan wird. Ja. Wollen wir mal so verbleiben, dass ich dir wirklich alles Gute für deine Mama wünsche und erstmal so die hoffnungsvolle Seite denken, dass es vielleicht gut gegangen ist und dass es dass sie keinen Schaden davon tragen wird. Kann man nur hoffen. Ja, ich hoffe es wirklich für dich und für euch, Dirk. Ja, alles Gute. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Und deine Mama. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Und ich würde unter anderem eben auch gerne mit euch über Harald Schmidt und Oliver Pocher reden, die ja gestern ihre Premierensendung hatten. Sehr erwartet. Die Kritiken waren heute so gemischt. Es gab negative Kritiken, es gab auch positive Kritiken. Ich habe auch eine klare Meinung und ich wäre interessiert an eurer Meinung, was ihr darüber gedacht habt, über die Sendung. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 46. Hallo Jasmin. Nee, nicht Jasmin, das rede ich. Sabine, Entschuldigung. Sabine, 46, guten Morgen. Ja, hallöchen. Das habe ich schon aus dir eine Jasmin gemacht. Oh, das ist aber auch ein hübscher Name, ja. Ich winke dir fröhlich zu und allen, die uns zuhören, auch. Das ist ja nett. Ich bin ja jetzt total überrascht, da deine Redaktion zurückrief. Es ging ja ums Thema dieser unverhoffte Besuch, ja. Ja, das hatten wir ja diese Woche. Mhm. Genau. Und mir ist da so ein Ding passiert, also ist filmreif, würde ich sagen. Es war so circa vor anderthalb Jahren. Mhm. Ich war da im Kurzurlaub an der Ostsee in so einem kleinen Hotel. Also nicht erste Reihe Strand, sondern ein bisschen Seitenstraße so. Mhm. Und bin dann abends in mein Zimmer und hab noch ein bisschen was gefuttert und Fernsehen geguckt, so einen schönen Krimi und so. Mhm. Da denke ich so, irgendwie seltsam, das klopft, ja, aber das klopfte nicht in dem Film, ne? Ich denke, ist ja seltsam, ich mach den Ton weg, ne? Mhm. Das klopft immer noch, ne? Ich denke, oje, ich erstmal Licht ausgemacht, das klopfte weiter. Nun muss ich sagen, ich war im Parterre-Bereich in diesem Hotel, also es war so eine Hochterrasse so irgendwie in der Art, ja. Ja. Und ich denke, oh Gott, jetzt kommen hier irgendwelche Killer oder Mörder, man weiß es ja nie. Wo klopfte es denn an die Tür? Ah, ja, an der Scheibe. An der Scheibe? An der Balkonscheibe. Oh. Also wirklich war, also ich dachte, was mache ich jetzt? Um wie viel Uhr war das ungefähr? Na so zwischen 1:30, 2 Uhr Nacht. So in der 1:30, 2 Uhr Nacht in einem fremden Hotel, Parterre. Genau. Und da klopft jemand an die Scheibe. Unverdrossen, also ich sagte erst, ich dachte, das ist im Krimi, dass das so die Handlung ist, aber das, nach dem Ton und ich das Licht ausgemacht hatte, klopfte es unverdrossen weiter. Da kriegt der härteste Kerl Herzklopfen. Ich habe ja nicht mehr geatmet, ja? Also ich denke, was machst du jetzt? Die hören ja nicht auf, irgendwas muss passieren. Hattest du denn die Gardinen, also die Übergardinen zugezogen? Alles zugezogen. Okay. Ja. Und so, Licht ausgemacht, Fernseher ausgemacht? Alle Licht wie totgestellt, immer toter Käfer, ja. Aber ich denke, wenn jemand so hartnäckig weiter dran bleibt, entweder besoffen oder man weiß es nicht, Also ich denke, gut, ich werde mich trauen und werde mich ans Fenster ranschleichen auf Zehenspitzen und werde ganz vorsichtig den Vorhang so ein bisschen lüften und mal so ein Auge riskieren, ja. Und was soll ich dir sagen, es war wirklich, wie ich dachte, es stand ein Mann davor, vor dem Fenster in Lebensgröße, und ich war entsetzt, ich habe ja nicht mehr gesagt. Und dann habe ich mich gefasst und gesagt, sag mal, hast du eine Macke jetzt hier so spät zu klopfen? Was soll denn das und so? Aber da waren die Fensterscheiben zu. Du hast durch das Zufenster gesprochen. Der stand genau mir gegenüber. Und hast laut gesprochen in der Hoffnung, dass er dich hört, durch die zuen Fenster. Ja, sicher. Ich mache ja nicht auf. Ich bin da nicht verrückt. Nee, nee. Man weiß ja nie, ja. Und na jedenfalls, ich wollte dann winkte bloß und sag, hau ab, was willst du von mir? Und er flehte mich an Hände ringend und winkt noch jemand und dann denke ich, jetzt kommt vielleicht noch ein Irrer, man weiß es nicht. Mhm. Nee, da war dann eine junge Frau und die waren also ein Pärchen. Mhm. Und ich sag, was ist denn jetzt los? Und so, oh Gott. Ja, und es ist kein Scherz hier und wirklich nicht und entschuldigten sich so ein bisschen, aber sie würden auch zu dem Hotel gehören und sie kommen nicht rein, ne? Ach so. Ich denke bei mir, das kann ja nicht sein, nachts und so, und naja, vielleicht waren sie aus, tanzen, keine Ahnung. Jedenfalls fiel mir dann bloß noch geistesgegenwärtig ein, wer zum Hotel gehört, muss ja irgendwie einen Schlüssel haben, ne? Und jedenfalls
ich sage, ich will jetzt den Schlüssel sehen. Ja. Und die natürlich rumgekramten in den Taschen und zeigten mir auch wirklich den Schlüssel. Und ich dann musste ja durchs Hotel, also im Innenbereich, das war ja alles stockefinster. Ja. Also wirklich wie Miss Marple hier mit Morgenmantel. Durch diesen, also hättest du sie denn nicht durch dein Zimmer durchlassen können? Na, bin ich verrückt, na, jetzt nicht wirklich noch Mörder, das kann ja alte Fälsch sein, heutzutage nicht. Ja, ja, ja. Ich bin außenrum, weil ich dachte, dann könnte man noch irgendwie einen Krach schlagen im Haus oder ja. So. Man muss ja immer um die Ecke denken, was? Ja, ist klar. Aber na, jedenfalls, ich dann raus, da wo dieser Eingang war und sage, nun probiert mal, ich wollte erst mal sehen, ob sie vielleicht doch oder so, aber sie kam nicht rein. Mhm. Das Schloss war irgendwie so blöde verkantet, ja. Ja, ja. Es war also nur von innen und durch meine Hilfe möglich, dass die wirklich reinkamen in das Hotel und haben sich tierisch bedankt und mich umarmt noch und wir hätten jetzt draußen irgendwo im Gebüsch oder am Strand übernachten müssen. Manche Hotels sind ja auch irgendwie irgendwann dann geschlossen und da muss man irgendeinen Trick wissen, um reinzukommen. Naja, ich hatte auch versucht, diese Hotelinhaber da irgendwie noch zu erreichen, die wohl auswärtig da gewohnt. Aber das kann ich verstehen, dass man, wenn man da parterre wohnt und plötzlich hämmert da jemand gegen die Scheibe, nichts, man sitzt da nichts ahnt, dass man da erstmal einen kleinen Schock kriegt. Also, aber das Ganze hat sich ja gut aufgelöst. Ja, das schon. Aber an dem Abend, wo ich bei dir anrufen durchgekommen bin, aber nicht ganz durchgekommen bin, war es auch so, um zwei ist ja die Sendung zu Ende und ich wohne hier alleine, aber mir geht es im Moment nicht gesundheitlich so gut und auf einmal schließt es an meiner Tür, also ich dachte, was ist denn jetzt, das Ding geht weiter, wa? Aber meine Mutter, die hatte sich irgendwie Sorgen gemacht, irgendwie ist sie nicht durchgekommen, weil ich hier die ganze Stunde ja gewartet hatte, dass ich bei dir durchkomme. Per Telefon, die nachts hat die sich auf den Weg gemacht und ist auch zu mir, ich sage, jetzt hättest du mich fast das zweite Mal mit der Story erwischt, ja. Also, Sabine, eine etwas lustige, aber für dich in dem Moment überhaupt nicht lustige Geschichte, ich werde nie wieder ins Parterre ziehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also da hat keinen Sinn, wenn so eine irren Leute oder auch, ist ja nur unglücklich, halt Also, ich hatte tierische Angst. Also. Demnächst immer in den 10. Stock. Naja, nö, aber wenigstens so, dass Kinder klopfen kann von draußen. Verstehe. Liebe Sabine, danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Und hat mich sehr gefreut, dich mal persönlich zu sprechen. Ja, das gebe ich aber dann auch sehr gerne zurück. Und schöne Grüße an alle und bleibt alle fröhlich, es wird schon wieder was. Ich gebe es weiter. Alles Gute, tschüss. Danke. Tschüssi. Und hier ist der Uwe und Uwe ist 50. Guten Morgen, Uwe. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Uwe. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist natürlich Oliver Pocher und Harald Schmidt. Aha. Ich war gestern im Publikum live vor Ort. Ach, das ist ja interessant. Du warst gestern im Publikum? Ja. Ja, das heißt, du hast das ja noch ganz anders mitbekommen als wir vor dem Fernseher. Und vor allen Dingen auch ein paar Stunden vorher. Ja, genau. Es war ja aufgezeichnet, ne? Ja. Aufgezeichnet und die beiden haben persönlich das Warm-up gemacht. Die hatten also keinen Warm-upper da. Ja. Und die haben das sowas von toll gemacht. Ja. Ich habe mir auch heute gar keine Kritiken angelesen, weil ich habe einfach meinen eigenen klaren Kopf dafür und sag mir einfach, die Sendung, die war so toll. Ja. Und der Oliver, der hat das so toll nach oben gerissen. Ja. Dass mir einfach richtig Spaß gemacht hat, dabei gewesen zu sein. Ja. Und ich muss sagen, der Pocher ist ein wahnsinnig pfiffiger Typ. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Das heißt, du warst von Anfang an, hast dich wunderbar und gut unterhalten gefühlt. Absolut, ja. Heute waren so einige Kritiken, die... Von den beiden, das war einfach toll. Bitte? Auch das Rumfrotzelnde von den beiden, das war absolut toll. Ja. Also, ich muss auch sagen, ich am Anfang war es vielleicht ein bisschen langsamer, ehe sie so in die Gänge kam, aber das ist ja auch normal auch bei diesem hohen Erwartungsdruck. Ich habe mich auch sehr amüsiert und ich mag Harald Schmidt sehr, sehr gerne und ich finde Oliver Pocher auch ein grandioses Talent, was wir haben. Und bin da sehr optimistisch, dass das eine gute Sache wird demnächst. Und man kann ja nicht nach einer Sendung, kann man ja schlecht jemanden verreißen. Nein, überhaupt nicht. Deswegen fand ich heute auch schon, es gab natürlich wieder negative Kritiken, klar. Aber ich habe das auch so überlesen, habe gedacht, Mensch, Jungs, lasst den beiden erstmal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln und sich aufeinander einzuspielen. Dann wird das schon gut. Und ich muss sagen, ich werde das jetzt auch weiterhin wöchentlich verfolgen. Ja. Und werde auch garantiert im spätestens Januar nochmal vor Ort dabei sein. Ja. Weil ich das einfach, wenn man das live erlebt in diesem Punkt, genau, ist es noch was ganz anderes. Sensationell, einfach ganz toll. Wie war das denn? Bist du denn eher ein Harald Schmidt aus der Harald Schmidt-Fraktion oder eher ein Pocher-Fan? Ich bin eher ein Pocher-Fan. Ja? Ich meine, ich bin zwar mit meinen 50 nicht unbedingt die Zielgruppe. Nicht unbedingt, nein. Aber da
ich ja auch ein gefühltes Alter von, sag ich mal, 32 Jahren habe, passe ich ja schon wieder besser in die Ecke vom Pocher, weil der wird jetzt ja nächstes Jahr, wird er ja auch schon 30. Genau, ist auch schon ein alter Sack mittlerweile. Mann, Mann. Naja, also es war ja immer so vorher diese große Debatte, der Pocher vertreibt die Schmidt-Fans und der Schmidt vertreibt die Pocher-Fans. Aber ich glaube, das hat eine gute, das passt gut zusammen irgendwie. Es gibt eine super Symbiose zwischen den beiden, weil Schmidt ist ja nur auch ein toller Mensch, weil der geht hier ins Düsseldorfer Komödien und innerhalb von wenigen Augenblicken die Karten weg. Also der hat einen Natürlich. Der ist ja wahnsinnig toll. Ja. Aber ich weiß nicht, hast du die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises gesehen? Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. Da hatte der Oliver Pocher auch einen Auftritt. Er hat die Ansage gemacht für die beste Informationssendung, glaube ich. Ja. Das war ein so spektakulär guter Auftritt. Der war wirklich so gut, und das hat man auch gemerkt, das Publikum, was da sitzt, das sind ja alles Profis und alles Medienleute. Mhm. Und die haben sich gekugelt und waren tief beeindruckt. Und ich glaube auch, das wird weitergehen mit den beiden Jungs, mit Harald Schmidt und Oliver Pocher. So, jetzt haben wir beide aber sehr viel Lob hier gesagt. Muss ja auch mal gesagt werden. Ja, mal sehen, was da noch so alles kommt. Danke auf jeden Fall für deinen Anruf, Uwe. Ja, gerne geschehen und dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Bis dahin, tschüss, Domian. Hier ist Klaus. Klaus ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Klaus. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema, Klaus? Ich habe auch Schmidt und Pocher gesehen. Ja. Und habe auch gehört, was Uwe gerade gesagt hat. Und ich kann das nur sehr bedingt teilen. Oh, eine kritische Stimme. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Aber du warst nicht im Publikum? Nein. Nee. Ich habe zu Hause gesessen, habe das geguckt mit der Absicht, den hohen Erwartungsdruck auch auszuüben. Aber mir hat die Sendung überhaupt nicht gefallen. Was hat dir nicht gefallen? Mir hat zum einen erstmal nicht gefallen, wenn ich eine Sendung als Doppelmoderation verkaufe, dann kann nicht einer rauskommen und erstmal 10 Minuten Marken setzen. Hat Schmidt ja gemacht. Schmidt hat erstmal so die normale Stand-up gemacht, hat 10 Minuten über Kurt Beck, Parteitage, Katterfeld und sonst wen parliert. Und dann kommt Pocher als Michael Jackson-Imitation. Warum? Kein Mensch hat erklärt, was warum er nicht? Wollte. Warum nicht? Weil die Sendung als Wochenrückblick verkauft wird. Mhm. Ich glaube, über Michael Jackson ist das letzte Mal vor 3,5 Jahren mal gesprochen worden. Was hat der dazu so? Ja, ich glaube, das war nur so ein optischer Gag, dieses Entree. Also, den habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie die beiden das vorhaben. Ich bin fast sicher, dass sie das nächste Mal anders anfangen und vielleicht nicht, dass Harald Schmidt alleine anfängt. Ja, das sind so Sachen, da kann man natürlich, das sind so geschmäcklerische Sachen, mich hat das nicht großartig gestört, muss ich sagen. Aber du siehst es anders. Also, ja, mich hat irritiert, also habe ich nicht so richtig verstanden. Also, wenn man schon mit dem Anspruch von so einer Doppelmoderation rausgeht, dann müssen auch am Anfang beide raus. Da hilft nichts. Na gut, vielleicht kommen sie nächste Woche beide raus. Okay, und was mich dann wahnsinnig gestört hat, war, dass heute mehrere Kritiken, du hast das ja vorhin auch angesprochen, beispielsweise bei Spiegel Online oder andere, die gesagt haben, das Gespräch mit Günther Jauch sei ein Höhepunkt in der Show gewesen. Mhm. Also erstmal dieses Gespräch dauerte höchstens 5 Minuten. Mhm. Wenn ich so einen Mann wie Jauch hinter den Kulissen sitzen habe, den muss man ja vorher holen, denke ich. Und die Art, wie die sich dann in dieses Gemütlichkeitssofa da, in dieses Christiansen-Sofa gehockt haben und dann nochmal auf das Nazometer oder Nazimeter zu sprechen kamen und so weiter. Ich hatte das Gefühl, der Jauch wusste gar nicht mehr, wie er darauf reagieren sollte. Manche Sachen fand ich in dem Teil des Gesprächs und in dem Teil der Sendung einfach wirklich nur noch peinlich, wenn dann beispielsweise der Schmidt sagt, du musst aber auch duschen und du duscht jetzt, wie er da sagt, wie ein Vater spricht. Mhm. Und wenn, ich habe wirklich drauf gewartet und Pocher tut einem dann den Gefallen und sagt, gut, dass jetzt das Nazo oder Nazimeter nicht anspringt. Mhm. Fandst du nicht so witzig, ich fand das eher komisch. Aber wo ich dir recht geben muss, ich finde den Witz so offensichtlich und so logisch, dass der da kommt, dass eine Kunst wäre, den gerade wegzulassen. Wo ich dir recht gebe, aber auch das muss ich auch einspielen, der Talk mit Günther Jauch hätte ein bisschen länger sein können, klar.
Das, ja, also, das sehe ich auch so. Wenn ich weiß, dass ich so einen Mann hinter den Kulissen hocken habe, ja, dann muss ich ein paar Sachen mal rausschmeißen und sagen, okay. Hast du gar nicht gelacht? Ich habe gelacht bei der Sequenz, die bei vielen Kritiken heute am schlechtesten weggekommen ist, und das war dieser Jakobsweg. Ach so. Den fand ich ausgesprochen witzig. Ja. Also wo da teilweise Passanten, die sind da durch irgendeinen Acker von Köln gelaufen. Genau. Jahr. Und also das fand ich sehr witzig. Ja. Das war einfach gut gemacht. Bist du denn eher, das muss man immer fragen jetzt, wenn man mit den Leuten spricht, kommst du eher aus der Schmidt-Ecke? Ja. Ja. Ja, ja, also natürlich. Das ist, mit so profanen Dingen wie Pocher geben wir uns gar nicht ab. Doch, nein, das stimmt nicht. Ich finde, der Pocher ist alles andere als 0815 und der ist frech und dreist und alleine deswegen finde ich ihn schon gut, weil er nicht so den Mainstream-Charakter erfüllt, wo alle sagen, ach, der ist ja eigentlich ganz nett. Also, wer immer ganz nett ist, ist auch langweilig. Aber Jetzt siehst du es eher kritisch. Was hat das für eine Konsequenz? Wirst du der Show nicht treu bleiben? Guckst du sie nicht weiter an? Doch, natürlich. Doch. Ich hab jahrelang Dallas geguckt, obwohl ich es grauenhaft fand. Ja. Dann muss ich auch das weiter gucken, weil unterm Strich ist das natürlich immer noch erheblich besser als vieles andere, was läuft. Und die sind mit ihrer Art, ja, muss man auch sagen, relativ konkurrenzlos. Denn Scheibenwischer oder Neues auf der Anstalt ist ja doch eine ganz andere Art von... Ja, das ist klassisches Kabarett. Das ist politisch, reines politisches Kabarett, ja. Und da wird man keine Witze über Yvonne... Ich habe noch nie Richard Rogler oder Bruno Jonas über Wayne Carpendale passieren hören. Also, warst du eigentlich enttäuscht, als bekannt wurde, dass Harald Schmidt mit Oliver Pocher zusammen die Show machen wird? Ich bin enttäuscht, seitdem Harald Schmidt nicht mehr jeden Abend kommt, weil... Ja. Sehe ich auch so. Danach wirklich abgerissen. Und das ist jetzt eigentlich nur eine Fortschreibung dessen, was vorher schon in der ARD passiert ist, wo er nur zweimal in der Woche auf. Mhm. Also, auf jeden Fall, du wirst dabei sein, ein kritischer Beobachter. Vielleicht wirst du sogar in ein paar Monaten ein bisschen anders denken, könnte ja sein. Das kann sein. Ne? Könnte ja sein. Dass sich das Ganze ein bisschen angleicht und... Das ist ja auch schwierig, so eine Show. Ich glaube, dass die wirklich eine Weile auch brauchen, bis die sich so irgendwie eingespielt haben. Das ist völlig klar. Also ich ist jetzt kein fairer Vergleich, aber die ersten Wetten, dass Sendungen sind zerrissen worden. Ja. Die waren eine einzige Katastrophe. Ja. Die meisten ersten Sendungen von uns allen, die wir irgendwas gemacht haben, sind fürchterlich. Sind ganz grauenvoll, ja, ja. Stimmt. Aber ich kann ja jetzt nicht so tun, als hätte es schon 10 gegeben. Du hast gefragt, wie fandest du es gestern? Ja. Ja, also ich fand jetzt nicht als anders fürchterlich, um es nochmal zu sagen. Ja. Gut, da kann man das sind geschmäcklerische Sachen und da kann man dann ja auch anderer Meinung sein. Natürlich. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall viel Erfolg, ne? Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn alles, was nicht so 0815 ist und nicht so Everybody's Darling ist, soll Erfolg haben. Das ist schon mal generell. So, das ist ein schönes Wort. Klaus, ich danke dir für deinen Anruf und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Steffi. Steffi ist 18. Guten Morgen, Steffi. Hallo. Na? Steffi, du machst bitte den Ton leise oder schaltest ihn bitte ganz aus. Ja. Dann können wir beide besser reden. Habe ich. Super. Auch. Über was reden wir? Über mich und meinen Papa, ehrlich gesagt, eigentlich so. Was ist denn da los? Schlagen kann man nicht sagen. Er schlägt mich, ja. Dein Vater schlägt dich? Ohrfeigen. Du bist 18 Jahre alt. Hm. Ja, aber was soll man machen? Also, wie oft kommt das vor? Na, am Wochenende meist immer, wenn er dann betrunken nach Hause kommt, sag ich mal. Und wie lange geht das schon so? Na, seitdem ich wieder zu meinen Eltern gezogen bin. Eigentlich. Wie lange ist das her? Anderthalb Monate, zwei Monate. Ach so, so frisch. Ja, ich war bei meinem Freund gewohnt. Ja. Nach meiner Lehre, mit dem war ich ein Jahr zusammen. Hm. Und ja, der hat mich dann rausgeschmissen. Der Freund? Ja, ne. Ein anderes Thema jetzt. Anderes Thema. Mhm. Ja. Wie war denn das vorher, als du noch bei deinen Eltern warst, so mit 14, 15, 16? In Ordnung? Ja, alles super. Also ich dachte eigentlich, ich hatte zu meinem Papa immer die beste Beziehung eigentlich überhaupt. Und zu meiner Mutter eigentlich auch. Und jetzt ist so, sie guckt weg.
Und er tut's. Und sie sagt nichts. Du sagst am Wochenende, wenn er was getrunken hat. Ja, genau. Hat er früher nichts getrunken? Oder nicht? Doch, auch, aber da war es halt nicht so. Jetzt ist es halt so, weil ich, er sagt, ich lieg ihn auf der Tasche. Mhm. Und was ist denn das für ein, ist das so eine Backpfeife oder schlimmer ich, noch? Nee, ich hatte auch schon ein blaues Auge. Bitte? Ich hatte auch schon ein blaues Auge. Wie eskaliert das denn dann? Wie kriegt ihr euch denn in die Haare? Ja, ich bin zu Hause. Ich habe wenig Freunde, sag ich mal so, weil durch meinen Ex-Freund haben sich alle von mir abgekapselt, weil ihn keiner mochte. Mhm. Und ja, dann bin ich halt viel zu Hause und wenn der Wochenende dann, sag ich mal, samstagabends nach Hause kommt und ich bin dann da, dann fangen halt diese kleinen Sticheleien an, sag ich mal, ja, du kriegst deinen Arsch nicht hoch mit Arbeit und legst uns auf der Tasche und und ja, und damit kann ich dann halt auch nicht leben, gib meinen Kommentar dazu und dann schaukelt sich das halt hoch und ja, dann... Es kommt zu einer Streiterei, ein Wortgefecht? Ja, ein heftiges und dann, naja, wenn... Und dann steht er auf und knallt dir ein oder? Ja, genau. Und dann? Wenn es halt dann zu heftig wird, ja, dann laufe ich weg und schließe mich in mein Zimmer ein, damit es nicht irgendwann vollkommen eskaliert, sag ich mal. Und deine Mutter sitzt daneben und sagt nichts? Sagt nichts. So, nun war er da besoffen? Ja. Wie ist es denn da am nächsten Tag? So wie immer. Also ich spreche ihn gar nicht drauf an. Dazu habe ich nicht den Mut und die Kraft, weil ich Angst habe, dass es dann irgendwann auch so ist, dass er mich im nüchternen Zustand anfasst. Und. Aber er hat sich noch nie entschuldigt bei dir? Nein. Weißt du, ob deine Mutter mit ihm im nüchternen Zustand, also wenn er nüchtern ist, darüber schon gesprochen hat? Das weiß ich nicht, nee. Ich glaube nicht, also... Was sagt deine Mutter denn dann? Zu mir sagt sie gar nichts. Also sie tut mir gegenüber so, als wenn gar nichts ist. Macht er das mit deiner Mutter auch? Nein. Und mit meiner Schwester auch nicht. Es gibt nur eine Schwester? Eine kleine. Und die Feste hat er auch noch nie angefasst. Ich glaube, dann würde ich die Polizei sofort rufen. Würde die anfassen. Ja. Das ist auch wirklich ausgesprochen sonderbar. Wenn du sagst, das war früher immer toll mit dir und deinem Vater, er hat dich nie geschlagen. Nie. Nur seitdem ich zu meinem Freund damals gezogen bin, er mag meinen Freund, oder Ex-Freund jetzt, er mag den ja nicht. Hm. Oder, ihn nie. Oder ist mit deinem Vater irgendwas passiert? Hat der irgendwie besondere Probleme zur Zeit, dass der ausrastet, dass er nicht mehr sich im Griff hat? Ja, er wurde auf Arbeit gekündigt. Ja. Daran kann es vielleicht. Kann natürlich sein, ja. Und mit dem Alkohol ist das vielleicht doch noch schlimmer geworden als vorher? Ja, irgendwie schon. Also es ist jetzt auch in der Woche öfters mal... Was wäre, wenn du ihn in einer ruhigen, nüchternen Minute ansprechen würdest und würdest sagen, Papa, das geht so nicht? Ja. Was wäre dann? Könnte ich tun, ja, das stimmt schon. Aber ich hatte irgendwie vorher nie den Mut dazu, das zu tun, weil ich habe immer Angst, dann rutscht ihm die Hand aus. Auch im nüchternen Zustand. Ja. Denkt er, vielleicht kann er es immer tun, wenn er gerade Frust abbauen muss oder sonstiges. Ja. Also du bist eine, wenn auch junge, aber erwachsene Frau. Ja, also schon bloß, dass ich wirklich ehrlich gesagt mit arbeitsmäßig nicht auf Reihe kriege, sag ich mal. Okay. Also dennoch würde ich das erstmal im vernünftigen Gespräch versuchen zu lösen, das Problem. Ja. Es zumindest anzusprechen. Wenn er dann wieder ausrastet, ich meine, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, dass du da rausgehst aus der Wohnung. Ja. Weil dann das muss ist. Ich mir irgendwie die finanziellen Mittel dazu suchen oder zu einer Freundin ziehen. Ich meine, ich habe die finanziellen Mittel halt nicht irgendwo. Wie sieht das denn aus im Moment? Was für einen Schulabschluss hast du? Hauptschulabschluss. Hast du eine Lehre schon mal angefangen oder suchst beendet, du? Beendet. Ach, beendet sogar. Und abgeschlossen? Also richtig? Und was für eine Lehre? Restaurant. Ach so, das heißt, du bist arbeitssuchend? Nee, ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nicht so befasst. Ich habe damals, mein Freund hat mich finanziell unterstützt. Er hat gesagt, ich soll zu Hause bleiben, er kümmert sich um mich. Okay, aber dann ist aber höchste Eisenbahn, dass du deinen Hintern hochkriegst. Genau, ja. Ne? Schon. Ich meine, das ist ja nun eine klare Sache, wenn du hast eine abgeschlossene Lehre und kümmerst dich nicht um Arbeit, ja, aber dann aber los. Ja. Dann aber los. Ja. Und sobald du eine Arbeit hast... Oder vielleicht auch schon früher, wenn es irgendwie hinzubiegen ist, musst du sehen, dass du auf eigene Beine kommst. Ja. Und wenn du dir erstmal irgendwo ein Zimmer, nur ein WG-Zimmer nimmst oder weiß ich was, oder. Mhm. Aber wichtig wäre es natürlich auch, eine Klärung mit dem Vater hinzukriegen. Denn das, was er macht, ist unter aller. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Was er da macht, das darf er nicht machen. Nee. Ich hatte auch nie, also Polizei rufen oder Vater anzeigen, das kommt ja überhaupt nicht für mich in Frage. Mhm. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht meinen eigenen Papa anzeigen. Mhm. Geht nicht.
Ja, gut. Deshalb versuche erstmal ein vernünftiges Gespräch. Ja. Es kann ja sein, dass ihm das auch dann sehr peinlich ist und es ihm vielleicht sehr leid tut. Man weiß ja. Es ja nicht, wie er im nüchternen Zustand darüber denkt. Sag ihm, dass er dich damit ausgesprochen schlimm verletzt. Mhm. Also seelisch auch. Ja. Also, so, und wie auch immer das ausgeht, Steffi, finde ich, dass du dennoch so schnell wie möglich versuchen solltest, auf eigene Beine zu kommen. Ja. Und jetzt musst du Bewerbungen ausschicken, Mensch. Hm. Was ist denn da los? Du bist eine junge Frau mit Abschluss und hängst einfach so ab. Ich weiß nicht, wie die Situation im Restaurantbereich ist. Kriegt man da schnell was? Oder ja, ist es, eigentlich schon. Ach, man kriegt sogar schnell was. Ja, eigentlich schon, wenn man sich anstrengt. Ja, aber dann, wie lange bist du jetzt schon ohne Arbeit? Ein halbes Jahr. Ja. Ungefähr, ich weiß nicht, ja, halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich. Was heißt Restaurant, genau? Im Restaurant. Ja, was heißt Restaurantfachfrau. Restaurantfachfrau, also ja. Den Begriff wollte ich wissen. Ja. Steffi, mit dem Vater reden und auf Arbeitssuche gehen. Ja, das werde ich tun. Ne? Aber ganz schnell. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Jasmin. Jasmin ist 27. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Ja. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Das macht gar nichts. Ja. Das wird gleich vorbei sein, wenn wir ein bisschen geredet haben. Mhm. Um was geht's denn, Jasmin? Ich habe keinerlei sexuelle Erfahrung. Ich wurde auch noch nie geküsst. Ja. Und im Fernsehen habe ich so eine Reportage gesehen, dass es vielen genauso geht. Ja. Aber die war im Internet und da hat er einen kennengelernt, dem es genauso ging. Ja. Aber ich habe keinen Computer und ich weiß eigentlich nicht, wie ich da rauskomme. Lass uns mal eins am anderen reden. Mhm. 27 Jahre, keine sexuellen Erfahrungen, mhm. auch nicht ein bisschen rumgefummelt mal. Nee. Nee, geküsst auch nicht, hast du gerade gesagt. Mhm. Warst du denn schon mal verknallt in jemanden? Ja, mit also von 18 bis 19 hatte ich einen Freund, aber der war auch ziemlich zurückhaltend und wusste auch nicht recht, was er machen sollte. Ja. Du bist ganz sicher, dass du auf Männer stehst und nicht auf Frauen? Ja. Das auf jeden Fall auf Männer. Ja. Was machst denn du so im Leben beruflich? Ich habe mal da und da gejobbt. Ja. Aber dann das war immer nicht für lange. Verstehe. Hast du denn im Moment eine Arbeit? Nein. Nee. Sag mal, ich höre so, wie du sprichst. Mhm. Du bist ja aufgeregt, klar, das verstehe ich. Wäre ich auch, wenn ich in so einer Sendung anrufen würde. Ja, aber das ist es nicht nur. Ich stottere schon, seit ich klein bin. Das wollte ich fragen. Ich wollte fragen, ob du damit ein Problem hast. Und wahrscheinlich macht dich das auch dann noch unsicherer und schüchterner, Menschen oder Männer anzusprechen. Mhm. Aber sag mal, gleich erstmal, bevor wir weiterreden, dickes Kompliment, dass du Mut hast, hier anzurufen. Ja, aber wirklich, wenn man etwas stottert und dann sich im Fernsehen und Radio vor so vielen Menschen äußert, finde ich aber ganz toll. Mhm. Also dickes Kompliment, finde ich sehr mutig, sehr, sehr mutig. Mhm. Hast du Freunde, so Freundinnen, also Freundeskreis? Nein, also nie. Oder schon kurze Zeit, wie ich mit meinem Freund damals zusammen war. Aber das ist lange her, ne? Ja, da hatten wir den gleichen Freundeskreis. Hm. Und ich glaube, die waren alle auf seiner Seite. Wie wir uns getrennt haben, war das auch mit der Clique vorbei. Gut, aber das ist dann ja schon 7 Jahre her, ne? Hm. Das heißt, du lebst sehr zurückgezogen? Ja. Allein in einer Wohnung? Ich wohne noch bei meinen Eltern, weil ich ja keinen Job habe und kann ich mir keine Wohnung leisten. Ah. Ja. Hast du einen Schulabschluss? Ja. Mhm. Ja. Fachoberschulreife. Fachoberschule sogar? Mhm. Also du hast die Fachhochschulreife? Ja, ich war auf so einer speziellen Schule, also wo welche sind, die auch stottern unter anderem. Ja. Und dann, das war schon eine Hauptschule, aber trotzdem ein Realschulabschluss. Also du hast einen ordentlichen Schulabschluss. Mhm. Darauf aufbauend könnte man ja auch eine Lehre machen. Mhm. Hast du nie versucht? Doch in einem Lebensmittelladen damals, aber das
das war doch nicht für mich, das habe ich dann nach einiger Zeit gemerkt. Aber weißt du, Jasmin, ich meine, die Sache mit den Männern, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ist natürlich auch eine wichtige Sache mit der Liebe. Aber so, wie dein Leben überhaupt weitergehen soll, finde ich mindestens genauso wichtig. Du kannst ja nicht ewig bei deinen Eltern wohnen. Nein. Du hast einen ordentlichen Schulabschluss. Du scheinst eine intelligente junge Frau zu sein. Da muss ja irgendwas passieren. Wie stellst du dir das denn vor? Ja, ich weiß, also ich bin, ja, es geht mir auch nicht so gut. Ich bin schon etwas depressiv, weil ich ja kein Leben habe, sozusagen. Ich gucke eigentlich nur Fernsehen und in dieser Reportage im Fernsehen hat da auch eine gesagt, die war schon auch schon 30 und hatte auch noch nie nicht Sex. Und dass sie ihre sogenannten Beziehungserfahrungen wurden aus dem Fernsehen gezogen, also dass sie damit gelitten hat und sich da in welche verliebt hat. Weißt du, das allerbeste, Menschen kennenzulernen, ist natürlich, dass man auch in einem Alltag irgendwo drin ist. Ein Alltag kann ein Beruf sein. Ein Alltag kann natürlich ein Freundeskreis sein, mit dem man mal ausgeht, oder ein Hobby, ein Sportverein oder weiß ich, was man alles so machen kann, wo man Leute trifft. So einfach jemanden nach Hause in die vier Wände zu zaubern, ist natürlich ausgesprochen schwierig. Ja. Und wenn du auch noch sagst, hast du gerade gesagt, ne, du hast kein Internet. Nee. Internet ist natürlich auch eine gute Kommunikationsplattform so, wenn du das auch nicht hast, ist es natürlich kompliziert. Ja. Sehe ich auch so. Deswegen finde ich so, dass so das ganze Leben irgendwie überdacht werden müsste, damit er einen neuen Schwung reinkommt. Bin dann auch fast sicher, dass die Sache mit der Liebe sich dann in irgendeiner Weise ergeben würde. Was ist denn so mit Hobbys, Sport, Vereine, irgend sowas? Hast du Interessen? Ich fahre ab und zu mal Rad oder aber da ist man auch wieder. Ja, aber da ist man wieder alleine. Fahrradfahren, alleine, schwimmen, alleine. Am besten ist natürlich was, wo man so in Gruppen was macht, wo man dann auch mit Leuten zusammenkommt. Also ich habe zwar keine Freunde, aber eine Cousine, die ist allerdings 10 Jahre jünger. Ja. Da war ich letztes Jahr in der Disco. Und das ist natürlich dann auch noch besonders schlimm, wenn man sieht, dass sie einem meilenweit schon voraus ist, was Männer betrifft. Ah, pass auf, da würde ich mir jetzt an deiner Stelle gar keinen Stress machen. Okay, du bist 27 und es ist noch nichts gelaufen. Das ist relativ unüblich. Aber ich würde mich ja jetzt nicht unter Druck setzen nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaff das, hol das nie wieder auf. Kann man das überhaupt nachholen? Ja, ich kann mich ja nicht verhalten wie ein Teenager. Nein, kann man. Und ich würde dir auch dringend raten, wenn es irgendwie irgendwann zu einem Kontakt mit einem Mann kommt, ihm das auch zu erzählen. Denn das macht dich auch lockerer. Ja. Wenn du da die erfahrene Frau dem vorspielen sollst und willst, dann funktioniert das alles sowieso nicht. Ja. Nur ich hätte dann Angst, dass er mich dann auslacht. Nee, also, nee. Weißt du, ein guter Typ findet das erstmal mutig von der Frau, das zu sagen. Und derjenige, der dich auslacht, sei froh, dann solltest du den auch gleich los sein. Das würde ich so sehen. Also Jasmin, ich finde, es muss ganz viel passieren in deinem Leben. Es geht nicht nur darum, dass du erstmal in die Disco gehst oder so. Da muss irgendwie mehr Pfeffer in die ganze Sache rein. Ja. Wäre eine Möglichkeit für dich auch, vielleicht nochmal zur Schule zu gehen und das Abitur zu machen, nachzumachen? Nee. Also ich denke, ich möchte lieber Geld verdienen, dass ich vielleicht irgendwann mal ausziehen kann. Achso, dass du auf eigene Beine kommst. Ja. Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Hast du denn seit wann stotterst du? Eigentlich seit ich angefangen habe zu sprechen, das sagt meine Mutter. Ja. Haben deine Eltern oder wurde früher mal was unternommen, irgendwie das mit dem Stottern was zu unternehmen, das hinzukriegen, zu therapieren? Ja, also in der Grundschule war ich mal bei einem Sprachtherapeuten, aber nach einer Zeit bin ich doch wieder weggegangen, weil ich dachte, ich komm da auch schon allein mit klar. Aber ich glaube, dass ich kein Selbstbewusstsein und auch extrem gehemmt bin. Deswegen ist ein Ereignis, da war ich 10. Und meine damalige Lehrerin, die hat mich vor der ganzen Klasse runtergemacht. Also vorher haben mich die Kinder nicht gehänselt, deswegen, aber ab da
Also da habe ich mich gemeldet und sie hat gesagt, ich störe, ich soll mich gefälligst nicht melden. Also die Lehrerin hat ganz viel Schlimmes angerichtet. Ja. Sehr schlimm. Ich habe hier mal was ganz Tolles erlebt. Da hat mich ein junger Mann angerufen, der noch viel schlimmer gestottert hat. Als, ich meine, bei dir, du redest ja relativ flüssig. Das ist ja so, also bei dem war das noch viel dramatischer. Ja. Und dann erzählte er mir von einer neuen Therapie. Ich weiß das nicht mehr genau, ich meine, er hätte das in Holland gemacht, bin aber nicht mehr ganz sicher. Ja, ich war in Bonn, also nach der Schule. Ja. Und da habe ich auch so eine Technik gelernt, aber ich hatte auch einen Rückfall, da ging es mir so schlecht und dann habe ich damit aufgehört. Ah ja. Naja, jedenfalls rief der dann hatte der vor, in diese Therapie zu gehen. Und einige Wochen, ich glaube, das waren 6 oder 8 Wochen später, rief der wieder an und hat fast flüssig gesprochen, weil er eine bestimmte Atemtechnik erlernt hat. Mhm. Und mittels dieser Atemtechnik hat er es geschafft, seinen Stottern in den Griff zu bekommen. Also, ich meine, da müssen ganz viele Baustellen angefangen werden bei dir. Da muss eine Arbeit gefunden werden, eine Ausbildung. Es müsste vielleicht überlegt werden, nochmal in so eine Sprachtherapie zu gehen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, du musst unter Leute. Ja. Such dir irgendein Hobby, irgendwas, was dich so annähernd interessiert, wo Menschen sind, wo man in einen Verein geht, eine Gruppe, irgendwas. Mhm. Geh dahin. Nur wenn zu viele Menschen um mich rum sind, werde ich auch schnell ganz nervös. Und, das, pass mal auf, Jasmin, irgendwie ganz komisch. Dass du das, was du hier jetzt geschafft hast, dagegen ist, mal irgendwo hinzugehen, wo ein paar Leute sind, ist eine Kleinigkeit. Ja. Wenn du das hast du jetzt richtig tapfer durchgestanden. Wir unterhalten uns schon über 10 Minuten. Du hast keinen Zusammenbruch gekriegt, du hast mir alles klar erzählt. Ja. So, wenn du das jetzt schon geschafft hast, schaffst du mal, dich irgendwo hin zu begeben, wo Leute sind, was dich in einen Schwimmverein geht. Zum Beispiel, wenn du gerne schwimmen gehst, geh in einen Schwimmverein. Dann schaffst du das da auch. Und ich bin sicher, die erwachsenen Leute, kein Mensch lacht dich da mehr aus. Die finden das mutig, dass du da hingehst. Ja. Wirklich. Mhm. Also raus ins Leben, sag ich dir. Raus aus den vier Wänden. Das macht dich nur fertig und depressiv. Ja. Und alle anderen Sachen auch andenken und überlegen. Mhm. So, und was diese Therapie, diese Sprachtherapie anbelangt, und überhaupt, möchte ich nochmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Die kann dir sicher auch noch ein paar andere ganz gute Ratschläge geben. Ja. Du musst es jetzt anfassen. Mhm. Und das ist noch nicht zu spät. Und dann wird sich das mit der Liebe auch ergeben. Meinst du? Ja, bin ich sicher. Ich sage das jetzt nicht nur, um dir Mut zuzusprechen. Ich finde, mit 27, das ist noch nicht so dramatisch. Wenn du 47 wärst, dann würde ich denken, oh, ja, das ist hart. Aber 27 ist noch okay. Mhm. Das ist noch okay. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Jasmin. Und du legst bitte auf und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, zurückgerufen. Mhm. Okay. Ja, toi, toi, toi. Tschüss. Maxi ist hier. Maxi ist 19. Hallo, Domian. Eine Frau, Maxi. Ja, Bei Maxi weiß man ja nicht so genau. Ja, Maximiliane. Maximiliane? Maximiliane, genau. Ich finde ja Maximilian auch einen sehr schönen Namen. Ja, aber ich mag meinen Namen eigentlich nicht so wirklich. Echt nicht? Wie würdest du ihn gerne heißen? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Janine? Maya zum Beispiel, finde ich. Maya, schön. Da würde ich gleich an die Biene denken. Das geht auch nicht. Das ist ein bisschen schlecht, ja. Maximiliane finde ich sehr schick. Das klingt so aristokratisch. Das könnte so in einem Roman von Thomas Mann, könnte jemand Maximiliane heißen. Ja, das hört sich ja gut an. Max, über was reden wir? Nicht nur über deinen Vornamen. Nein, das nicht. Und zwar, ich habe da eben so ein paar Probleme mit meinem Liebesleben, ne? Mm. Also das läuft seit 3 Jahren irgendwie, 2, 3 Jahren läuft das überhaupt gar nicht mehr rund. Hast du einen Freund? Nein, habe ich nicht, das ist ja das Problem. Und zwar, ich hatte vor 3 Jahren hatte ich auch eine Beziehung, die ging eben 2 Jahre. Mhm. Und das ist halt auseinandergegangen, weil er seine Cousine heiraten musste, der war eben Pakistaner und ja. Ach so. Das ist halt ein bisschen... Also verwirrend, ne? Und seitdem geht das alles eben irgendwie bergab so. Also ich lerne irgendwie nur, auf Deutsch gesagt, ja, Arschlöcher kennen, wenn wir das mal so ausdrücken wollen, die mich wirklich bis zur Schmerzgrenze ausnutzen und also ich weiß nicht, meine Mutter sagte auch schon mal, Maxi, weißt du, jetzt ruf den doch nicht mal, renn da doch nicht hinterher und du kannst doch was viel Besseres haben. Und ich denke mir dann irgendwie, ja, aber da kommt gar nichts, da kommt irgendwie keiner. Da kommt jetzt gar nichts mehr. Das, nee. Das war's jetzt schon alles. Ja, genau. Mann. Ganz schön frustriert irgendwie. Wie lange bist du jetzt so richtig solo?
Ja, so, ja, eigentlich seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Seit 2,5 Jahren. So ja. Ja. Also da war zwischendurch natürlich so ein paar kleine Geschichten, aber es war halt keine festen Beziehungen, ne? Du klingst ja nun alles andere als Mauerblümchen. Nee, das bin ich auch nicht. Nee, wirklich auf gar nicht. Keinen Fall. Ja. Also ich bin auch kein Mauerblümchen und ich meine, es ist ja du klingst ja so, als würdest du so mitten im Leben stehen, dass du, als würdest du 1000 Sachen machen und Freunde haben und ausgehen und so, ist das so? Ja, das ist ja auch so und also ich bin ja auch wirklich also ausgelastet in der Hinsicht eben, aber es ist halt eben wirklich so ein Punkt, wo ich wirklich denke dann, ja, das stört mich schon, dass das nicht ausgefüllt ist. Was machst du? Bist du Schülerin noch? Nein, ich mache eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau. Ach so. Hm. Ja, genau. Und ja, natürlich ist man da eben halt zeitmäßig eingeschränkt. Naja, na gut, für jeder, der arbeitet. Das ist ja. Ja, ja. Gehst du am Wochenende viel auf die Rolle? Ja, es geht eigentlich. Es kommt immer darauf an, also wie ich gerade Lust und Laune habe. Mal gehe ich Party machen, feiern, mal bin ich eher zu Hause ruhig oder mit Freunden. Und die Typen, die dir jetzt nicht so zusagen, wo hast du die kennengelernt? In welchem Zusammenhang? Ja, ich habe die teilweise ja eben halt auch im Internet kennengelernt oder ja in der Disco dann eben oder durch Freunde oder ich halt immer unterschiedlich gewesen, ne? Und ja, ich weiß nicht, also ich kann das auch gar nicht beschreiben, weil das echt irgendwie ein bisschen blöd ist. So. Wo lernen deine Freundinnen ihre Freunde kennen? Ja, das Lustige ist ja, also es war jetzt vor, ich glaube, über einem Monat oder so. Ich habe mal in der Disco gearbeitet. Ja, das ist doch nur wirklich ein wunderbarer ja. Platz. Ja, ich weiß, das ist ein wunderbarer Platz, um Menschen kennenzulernen. Besser geht's ja gar nicht mehr. Und hatte ich dann auch und da war dann halt auch jemand, der wohnt auch nicht so weit weg von mir. Dann habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, der ist da. Ich stelle ja hohe Ansprüche, sagen wir es mal so. Ne? Stellen wir ja alle. Ja, ja, aber ich habe da du besonders. Kleinigkeiten. Ja, ich bin wirklich anders. Also so Kleinigkeiten, wenn er schon irgendwie so falsche Socken trägt oder so, da irgendwie, das ist bei mir ein bisschen... Geht schon nicht dann. Genau, ein bisschen komisch eben, ne? Und auf jeden Fall war ich dann halt in der Disco und dann nach ein paar Monaten oder so habe ich mich dann mit dem verabredet, ne? Das war vorher ja einen Monat eben, wie gesagt. Und waren wir dann bei dem dann beim Freund dann eben und haben dann da auch gefeiert und so und getrunken und so. Und er hat dann immer so Annäherungsversuche gemacht und da habe ich gesagt, ja, okay, probier's das mal, ne? Und sein Cousin war auch da und meine Freundin hat sich dann mit dem angewandt, also mit dem Cousin eben, ne? Und ja, am nächsten Tag bin ich dann, war ich dann zu Hause und rief mich meine Freundin an und sagte, ja, hör mal, der Cousin von dem kommt nachher vorbei. Ich so, wie, da kommt nachher vorbei? Ich so, ich hab vergessen, wie, das geht doch jetzt gar nicht, ne? Vor allen Dingen, die geht einmal irgendwo hinten, dann hat sie direkt schon so einen Kerl klar gemacht, ne? Ja, und jetzt sind die auch schon einen Monat zusammen, ne? Ach so. Und bei dir hat das aber nicht gefunkt mit dem nee, Typ? Nee, irgendwie nicht, also, ich weiß nicht, woran das liegt, das ist wirklich ganz komisch. Weiß ich auch nicht, Maxi. Weißt du, das weiß man auch nicht. Ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse überhaupt im Leben, wie und wann so Liebesdinge funken. Das kann man nicht forcieren. Du kannst es auch nicht forcieren. Ja, ja. Denkst du denn generell jetzt aufgrund deiner schlechten Erfahrung auch schon schlecht grundsätzlich über Männer? Grundsätzlich schlecht über Männer? Na, also das nicht. Also ich weiß, wie Männer ticken. Also ich meine, die versuchen ja immer gewisse Maschen durchzuziehen, ja. Frauen, ne? Ja. Und also die Maschen ziehen überhaupt nicht bei mir, weil ich die schon alle durchblicke, weißt du? Dann sage ich mir ja schon direkt ins Gesicht, dass ja, weißt du, die Masche zieht bei mir nicht so, die kenne ich so, kann ich die direkt. Ja, finde ich auch gut. Vergessen. Ich sag dir, ich garantiere, irgendwann triffst du auf jemanden, der genau das scharf findet. Dass eine Frau so drauf ist wie du, die das schon blickt und sich entsprechend auch verhält. Ja, ich hoffe. Ich glaube, man muss einfach, ich hatte auch Phasen manchmal in meinem Leben, die irre lange, unerträglich lange gedauert haben, wo nichts passierte. Wo ich dachte, was soll ich denn nur tun? Was soll ich noch machen? Ich kann ja, ich zappel da rum und mache alles Mögliche und es passierte nichts. Ich finde, man darf nicht da sitzen, von nichts kommt nichts, ne? Das ist auch klar. Man darf aber auch nicht zu rollig und ratzig rausgehen in die Disco oder weiß ich wohin und rumsabbern, ich will jetzt jemanden. Das geht auch nicht. Man muss so einen goldenen Mittelweg finden, man muss sich so rein, was ich vorhin schon sagte, man muss sich so irgendwie ins Leben begeben, man muss so mitmachen und dann passiert's halt irgendwann. Irgendwann kann aber auch eine ganze Weile dauern. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist nämlich schon... Das ist ja echt lange so. Ja, ist schon lang, ja, klar. Und zwischen 17 und 19 empfindet man 2 Jahre vielleicht auch noch viel länger als zwischen 34 und 36 oder so. Das glaube ich mit Sicherheit. Ja, das ist so. Aber ja, weißt du, da gibt es keinen klugen Ratschlag. Mach einfach weiter und zieh dich nicht frustriert zurück, aber das wirst du nicht tun, das höre ich schon. Ja, also.
Und dann wird irgendwann ein guter Typ kommen. Ich weiß auch nicht mit dem Internet. Ich bin mal, ja, da gibt es natürlich solche Geschichten und solche Geschichten. Da gibt es viele Frustgeschichten, aber es gibt manchmal auch Stories, wo die Leute sagen, ich habe meinen Traumtyp oder meine Traumfrau da kennengelernt. Das kommt, ja, aber das passiert ja meistens in den seltensten Fällen. Ja, in den seltensten Fällen. Ich bin ja auch eher da auf die herkömmliche Art rausgehen, direkt angucken, sprechen, abchecken, ja, und. Das denke ich auch. Vor allem hat man dann auch direkt das Gegenüber vor, ja, Gegenüber vor Augen. Ja, dieses alberne Rumgechatte da, weißt du, so, da können die Menschen sich so hinter verstecken und so, ja, viel lügen. Und wenn du jemanden vor dir sitzen hast, dann hast du schon ganz andere Informationen, wie jemand so, ob er zum Beispiel verschiedene Socken anhat, ne? Worauf du Wert legst. Ja, das stimmt. Also, da solltest du vielleicht ein bisschen großzügiger werden. Ja. Zwei verschiedene Socken sind nicht schlimm, wenn der Typ geil und toll ist. Weißt du? Ja, ich weiß, das war nur ein Beispiel. Also, wenn er die Füße nicht gewaschen hat, das ist mir schon wieder unangenehm. Also da wäre ich dann auch schon wieder ein bisschen pingelig, aber. Ja, okay, das stimmt natürlich. Man muss so im Laufe, ich glaube, man muss auch im Laufe der Zeit so ein bisschen so das Beuteschema ein bisschen vergrößern. Wenn das zu eng ist, dann wird es immer komplizierter. Ja, ja. Man muss ein bisschen großherziger sein. Das habe ich schon gemerkt. Also ja. Ich bin auch dabei zu expandieren. Ich bin guter Dinge. Jo, ich bin guter Dinge, dass Maxi bald was Tolles findet. Genau, ich auch. Wahrscheinlich kommen jetzt schon wieder Dutzende von Anfragen bei uns hier rein. Die hat so eine erotische Stimme, werden die Jungs sagen. Ja, direkt durchstellen. Hast du wirklich, muss ich sagen. Ich finde deine Stimme, ja, sehr erotisch, ja. Das ist so ein bisschen, das krächzt so ein bisschen. Ja, ein bisschen rauf. Ja, ein bisschen rauf. Finde ich, mir gefällt das gut. So, aber wir wollen ja jetzt hier nicht rumflirten. Nee. Maxi, ich wünsche dir einen tollen Typ bald. Alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss. Und hier ist die Melanie. Und Melanie ist, wie alt ist Melanie? 26. Hallo, Melanie. Hallo. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich rufe an, weil wir Probleme in der Beziehung haben und wir können nicht wissen, wie wir weitermachen sollen. Also du und dein Freund oder Mann? Ja, mein Freund. Wie lange seid ihr ein Paar? Also wir sind seit 5 Jahren zusammen, haben aber eine Fernbeziehung, weil mein Mann 2 Kinder aus der ersten Ehe hat. Und seid ihr verheiratet schon? Nee, wir sind nicht verheiratet. Wie fern ist die Beziehung? Also nicht allzu weit, 150 Kilometer, naja, nicht ganz, 120. Das geht ja, ne? Ist nicht schlimm, es ist aber so, für ihn ist wichtig, bei seinen Kindern zu leben, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ach, die Kinder leben mit ihm zusammen? Sie leben mit ihm zusammen. Wie alt sind die Kinder? Die sind jetzt schon älter, die sind, also der Große ist schon im Teenageralter, der Kleine ist jetzt eingeschult. Ja. Und es ist Blöde, wo wir nicht weiterkommen, ist, dass er eben nach dem ersten Jahr Beziehung zurückgezogen ist. Zu seiner Frau, zu den Kindern. Wie, nach eurem ersten Jahr? Ja. Ist er zu seiner Frau zurückgezogen? Ja. Das heißt, er lebt mit seiner Frau jetzt zusammen? Genau. Und mit den Kindern? Ja. Und spielt und gaukelt der Frau wieder eine intakte Ehe vor? Also die ersten 3 bis 4 Jahre unserer Beziehung nicht, weil man sieht, da ist keine Liebe mehr da. Der Frau war es egal, wenn er weggegangen ist übers Wochenende. Ja. Die hat nie angerufen, ihr war es egal. Hauptsache, er kommt eben heim, hat Geld von der Arbeit. Also man sieht, dass die Beziehung wirklich nur aufgrund der Kinder besteht. Und jetzt? Das Schlimme ist, dass jetzt rausgekommen ist, dass also die Frau ja im Laufe der Jahre schon Dinge rausgefunden hat, Bilder von mir gefunden hat. Ach, die wusste das, die wusste im Laufe der Jahre gar nicht, dass es die gibt? Nee. Ach so, ich dachte, das wäre so offen gehandhabt von ihm, nach dem Motto, wir führen hier so eine Wohngemeinschaft und ich habe aber eine Freundin. So war es nicht. Sowas leider so nicht. Es wurde nie direkt gesprochen, weil sie ist eine sehr stolze Frau und ja. Wie alt ist denn eigentlich er? Ende 30. So, jetzt hat die da was rausgekriegt, dass es dich gibt. Genau. Und sie hat rumgeschnüffelt, rumgeguckt, hat die Telefonnummer meiner Eltern gefunden und da angerufen.
Und wir waren jetzt gerade eben auf dem Weg zu unserem ersten Urlaub, wo wir wirklich halt seit 5 Jahren schon uns drauf gefreut haben, dass wir mal 2 Wochen zusammen sein können. Und plötzlich kam das auf der Fahrt, haben wir einen Anruf bekommen, dass sie es weiß. Meine Eltern hätten gesagt, dass sie seit 5 Jahren zusammen seien und sie will die Scheidung und somit ist eben alles zusammengebrochen, weil mein Mann, es gibt wirklich keine größere Angst in seinem Leben, als von den Kindern getrennt zu sein. Und bist du wütend, bist du sauer auf deine Eltern, dass die das erzählt haben? Ich war es, aber ich habe mit denen gesprochen und es war so, das war nicht absichtlich. Mhm. Also die hat es geschickt, raffiniert, hinterfragt. Mhm. Also das Problem ist jetzt eben nur, das Ganze hier zu klären. Wir kommen nicht weiter, weil... Also ich muss dir erst einmal sagen, Melanie, du sagst auch immer so, mein Mann, das ist ja sehr toll, wenn man das so sagt von dem Freund. Aber ich finde, die große, große Schuld an dem ganzen Dilemma, oder die nur die Schuld, trägt er. Weil er seit 5 Jahren kein ehrliches Leben führt seit 5 Jahren. Das Hauptproblem ist die Unoffenheit, die eben dann das Ganze mit sich gebracht hat. Ja, klar. Aber warum? Ich meine, es gibt ja nun Tausende und Tausende von Ehen, die kaputt gehen, wo auch Kinder im Spiel sind. Mhm. Und man arrangiert sich miteinander und es funktioniert. Warum hast du ihm auch nicht mehr Druck gemacht, dass er klare Verhältnisse schafft? Es ist ganz schwierig. Also ich habe gesehen, die Fehler, also wenn man das jetzt als Fehler mal benennt, die entstehen aus Angst heraus. Also aus Angst, seine Kinder zu verlieren, hat er das als Schutzfunktion gewählt. Mhm. Aber jetzt ist es ja alles noch viel schlimmer. Jetzt ist es rausgekommen. Viel schlimmer geworden. Und die Frau will jetzt nicht mehr? Das ist das Schlimme, sie weiß selber nicht, was sie will. Also ich finde ja gut, dass es jetzt rausgekommen ist. Wenn auch auf eine sehr seltsame Art und Weise. Aber ich finde gut, dass jetzt die Wahrheit auf dem Tisch liegt. Das bringt wieder neuen Wind in die ganze Geschichte. Also auf der einen Seite dachte ich auch, dass es eventuell positiv ist und es nur besser werden kann, weil die Streitereien, die da waren, nicht ganz schlimm, es sind damals schon schlimm gewesen. Mhm. Aber jetzt sieht es so aus, die Frau ist selbst eine Frau, die eigentlich recht traditionell ist und eigentlich ihren Mann beibehalten will, obwohl überhaupt keine Liebe mehr da ist. Ist aber so verletzt. Ich habe schon so viele Anrufe gehabt, wo sie mich beschimpft hat. Na, die sollte mal lieber ihren Mann beschimpfen und nicht dich. Der ist schuld an dem ganzen Desaster. Ja, ich kann das Ganze halt nicht mehr objektiv sehen, weil sie weiß, es geht nicht weiter. Ja, was ist denn jetzt? Lass uns nicht über sie reden. Lass uns über ihn reden. Was will er jetzt tun? Jetzt muss er handeln. Ja, ich habe versucht, ihr die 2 Wochen im Urlaub ihn darauf vorzubereiten, psychisch, dass er bereit ist, mit ihr zu reden. Aber er denkt, seine Frau kann damit nicht umgehen und am besten ist, wenn er alles eben abstreitet, sagt, das ist nicht so. Es ist doch alles Unsinn. Ich glaube, das ist aber ein gewaschenes Weichei, dein Freund. Entschuldige, wenn ich das mal so sage. Es ist halt die Angst in ihm, die Kinder zu verlieren. Ja, aber er verliert die Kinder nicht. Groß. Ich habe gesehen, wie sehr er ist wirklich in Tränen ausgebrochen. Er war die Wochen, in Urlaub war, nicht fähig, irgendwie sich Gedanken zu machen. Ich habe versucht, ihn... Also Mitleid hält sich in Grenzen. Wenn er eine neue Liebe anfängt mit einer Frau, mit dir, und die alte Liebe nicht mehr funktioniert, dann muss er auch Kerl genug sein und sich überlegen, wie ordne ich mein Leben. Er verliert seine Kinder nicht, wenn er sich von seiner Frau trennt. Und jetzt noch weiter sich in ein Lügengeflecht zu verstricken, finde ich fatal, Melanie. Also ich habe ihm am Anfang auch sofort abgeraten, weil ich dachte, es wird nur noch schlimmer. Und was mich sehr stolz gemacht hat, war, dass die Kinder sehr gefasst sind. Also dass es eher verkraftbar für sie wären. Also sie sprechen ihm sogar zu und sagen, Papa, du musst dir keine Sorgen machen. Und finde ich schon mal ganz toll. Wir lieben dich und so weiter. Die sind so reif. Du solltest auf jeden Fall von deiner Seite aus, finde ich, klar die Position haben, dass er Ordnung in sein Leben bringt, dass er
die Wahrheit seiner Frau sagt. Ich finde, dazu hast du auch ein Recht nach all diesen vielen Jahren des Hin und Her, Lügens und Verschiebens und so weiter. Ich bin Melanie, als Beste der Kinder, weil die hatten psychische Probleme nach der ersten Trennung. Melanie, ich muss mal ganz radikal abbrechen, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, okay? Dann leg bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Bis gleich, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche und für heute von uns in der Technik Volker Thake und Mirko Karmann. Morgen und übermorgen ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Bis dahin. Ciao. 2 Uhr.